Ich gucke mir heute mal wieder die lustigsten und krassesten Tyrion-Mods an, die es derzeit auf dem Markt gibt. Ich bin sehr gespannt, wie die Folge heute wird. Wenn ihr für Tyrion feiert und mehr Folgen sehen wollt, lasst mir gerne ein Like und auch ein Abo da auf diesem Kanal für tägliche Videos. Und jetzt viel Spaß. Uah, was regnet das denn hier? Sag mal, oh, ich muss hier auf jeden Fall meine Nachtschicht heute antreten. Mal gucken, was hier heute so los ist. Hallo? Bernd? Bernd von der Rezeption, wo bist du denn? Die Monitore sind auch aus irgendwie. Was ist... Okay. Also ich habe hier auf jeden Fall meine Nachtschicht. Ich glaube, ich ziehe mir... Habt ihr das gehört? Hört ihr das? Was ist hier? Bernd, hallo? Ist das hier in diesem Raum drinne? Ich glaube, das ist hier in diesem Raum drinne. Wieso ist das verschlossen? Hier im Serverraum. Hier, oder? Hier auch nicht. Ist was mit den Servern... Ist was mit den Servern irgendwie los? Hallo, ist denn hier... was ist denn da? Was ist das denn? Hallo, können Sie mir sagen, wo Bernd... Wow! Was macht denn der? Oh, verdammt! Was schießt denn das jetzt auf mich? Hey, hau ab! Lass das! Lass das! Oh Gott, oh Gott, okay. Ich habe hier eine Pistole auf jeden Fall. Der lässt mich jetzt... Da hat er einen Flammenwerfer. Hau ab! Hau ab! Hey! Mann, was macht denn der hier? Also anscheinend haben Roboter irgendwie dieses Büro übernommen. Wir müssen es also säubern. Okay. Oh Gott, jetzt brennt das hier auch noch überall. Habe ich hier... Ja, Feuerlöscher. Okay, erstmal hier überall rauf. So, sehr schön dann hier. Wir wollen ja nicht, dass das ganze Büro abbrennt und morgen die Leute zur Arbeit kommen und sich denken, was ist denn hier passiert? Okay, okay, so, erstmal alles löschen. Sieht doch ganz gut aus, kriegen wir hin, so. Ja, ja, okay, Feuer gelöscht, erstmal alles Ruhe für Ruhe. Ich würde sagen, wir machen, guck mal hier, das ist so ein Roboter. Hm, okay, okay, können wir hier vielleicht irgendwie, nee, das geht nicht. Können wir das Ding mitnehmen? Oh, wir können das Ding sogar noch wegziehen und, nee, okay, ist einfach nur tot, Freunde. Hier der Fahrstuhl, ich würde sagen, wir fahren mal hoch, gucken mal, was uns in der nächsten Etage erwartet. Sieht doch ganz gut aus. Hallo, ich wollte einmal arbeiten gehen. Hier sieht das auch so aus, als wäre hier irgendwie so ein Tornado gewütet. Hä? Hier ist doch noch ein Roboter irgendwo. Irgendwo versteckt sich hier doch noch einer. Ich behalte lieber, glaube ich, mal die Shotgun hier irgendwie bereit. Hier, schon wieder verschlossen. So. Oh Gott, ist das dunkel hier drin. Ich erkenne hier gar nichts. Gibt es hier einen Lichtschalter irgendwo? Hier, Licht. Okay, das ist einfach nur so ein dunkler Raum. Okay, gut. Lassen wir mal aus hier. Mal gucken, was wir noch so haben. Nur irgendwelche Drucker hier. Was haben wir hier in diesem Raum? Das sind die Toiletten. Okay. Ich hab halt auch ein bisschen das Gefühl, dass die anderen Nachtwächter... Oh Gott. Dass die anderen... Wow! Dass die anderen Nachtwächter irgendwie aufgefuttert worden oder von den Robotern erwischt worden. Jetzt ein bisschen aufpassen, dass er mich nicht trifft hier. Eins nochmal draufschießen. Jetzt ist er hochgegangen. Oh Gott, jetzt kann ich auch nicht mehr die Leiter hier hochnehmen. Und hochgehen. So, warte mal, warte mal. Okay, wir fahren noch weiter hoch und tun so, als wäre hier noch gar nichts passiert. Alles entspannt. Was haben wir hier in der nächsten Etage? Hallo, hier irgendwas. Hier, glaube ich, kam da gerade der Roboter raus. Hallo, ist hier irgendwie alles... Boah, ich muss echt jetzt ein bisschen aufpassen. Die Aufgabe eines Nachtwächters ist natürlich auch, für Recht und Ordnung zu sorgen. Hier, wieder abgeschlossen. Wir bauen uns hier mal rein und... Was ist denn hier? Okay. Alles gut, aber ich dachte irgendwie, dass sich da der Roboter durchgebohrt hat. Aber alles entspannt. Sag mal, was sind die Türen hier alle... Also, die sind alle schwergängig oder auf jeden Fall abgeschlossen oder sowas. Hallo, Bernd, bist du hier irgendwo am Arbeiten? Oder ich will dich auch nicht überraschen und erschrecken. Hier, der PC ist noch an, die anderen sind alle aus. Der muss hier gewesen sein, eben gerade noch oder so. Hallo? Ich weiß es auch nicht ganz genau. Also irgendwo muss er sich verstecken, ne? Vielleicht versteckt er sich auch irgendwo im Raum drinne und hofft darauf, dass wir ihn retten oder so. Oder vielleicht wird er auch bedroht von den Robotern. Na gut, aber hier ist er auf jeden Fall nicht. Treppenhaus sieht auch gut aus. Okay, komm, wir gehen nochmal in höher. Oh Gott, es gibt irgendwie ein Geisterhaus und da muss man hingehen oder was? Das will ich mir gar nicht angucken. Das ist doch ein gruseliger Traum. Weg damit hier. Also Bernd muss hier irgendwo sein, aber ich weiß halt auch nicht genau wo. Können wir noch eine Etage höher mal gucken? Ah ne, wir sind ganz oben. Seht ihr hier schon? Hm, vielleicht können wir ins Treppenhaus und da noch eine... Ja, hier können wir noch höher. Okay, ist hier jetzt vielleicht ein Geheimraum gleich irgendwo? Hallo? Boah, es ist auch so am Schütten hier, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Oh Gott, okay, jetzt bin ich hier unten und... Das sind irgendwelche Roboter. Sind die böse oder nett? Hm, der läuft. Warte mal, da habe ich doch direkt das perfekte, die perfekte Falle. Und zwar kann ich hier so... Wo läuft der hin? Der läuft ja weg von mir! Okay, das ist auf jeden Fall freundliche Roboter. Kann ich jetzt hier ein Seil spannen? Hier einmal von der Seite rüber zu der. Geht das? Hm, kann ich jetzt da lang scheuchen oder was? Ja, da guckt der auf mich irgendwie, der Roboter. Dann spanne ich nochmal von hier rüber hier ein Seil. Geht das? Irgendwie hier im Boden. Ja, das geht. Und hier nochmal so. Was haben wir hier? Da leuchtet es auch hier hinten überall alles. Okay, alles ziemlich, ziemlich dunkel. Ne? Ich habe hier auch eine Taschenlampe. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch irgendwas Wichtiges finden, was uns irgendwie zu Bernd bringt oder so. Hier die Telefonzelle, alles gut. Mhm, mit dem Tank auch alles gut. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass hier gleich irgendwas auftaucht. Was ist hier? Hey! Bleib mal stehen hier, der hat da irgendwas gerade gemacht, der hat irgendwas gesammelt oder so. Du krabbelst nicht mehr, mein Freund.
Das war's mit ihm auf jeden Fall. Wir haben ihn erwischt. Was hat er hier gerade gesucht? Hier, der war hier irgendwie dran am Treppenhaus und wollte da reingehen oder sowas. Ja, ich weiß nicht genau, was die Firma hier in letzter Zeit für komische Machenschaften gemacht hat. Aber irgendwas geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Hier auch diese Firmenteile. Mhm, okay, auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich gruselig. Und du, mein Freund, das war's auch mit dir. Ich mag Roboter nämlich nicht. Hier in der Ecke ist irgendwie auch nichts. Hier bei den... Doch, da! Noch so ein Roboter, habe ich dich doch. Wie sieht's hier generell beim Laden aus? Können wir mal reingehen? Hallo? Ich bin da, hallo. Ist hier irgendwas noch? So ein Supermarkt oder sowas? Aber hier sieht's ja alles... Hunde? Hier sind so Hundeleckerlis, okay. Ist hier die Tür ist kaputt. Ah, da ist er ja. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Wow! Was soll der denn auf einmal jetzt? So ein blöder Roboter, verdammt! Lass mich mal in Ruhe! Okay, okay, das ist auf jeden Fall so ein richtig komischer Roboter. Ich laufe hier mal ganz schnell weg hier am besten. Oh Gott, nicht, dass hier gleich irgendwas auftaucht. Hey! Hör auf zu schießen! Was ist das da für ein Teil? So ein blöder Köter, Mensch! Weg mit dir! Mann, ey, was ist denn hier? Oh Gott! Okay, ich muss mir schnell eine Falle überlegen. Habe ich das Seil? Habe ich das Seil? Ich spann das Seil schnell. Von da... Aua! Aua! Schnell! Verdammter Mist! Verdammte Axt! Und jetzt hier rüber! Ich muss irgendwie das Seil spannen. Was ist das denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich lock ihn hier, glaube ich, mal rum. Ich lock ihn hier in die Ecke. Nee, wo muss ich? Ich lock ihn hier. Muss ihn irgendwo hinlocken, dass ich ihn Seil spannen kann. Hier vorbei. Hier rüber. Mach doch! Verdammter Mist! Wieso will er das Seil denn nicht spannen? Okay, haben wir ihn abgehängt? Er kommt! Jetzt muss das Seil wirklich mal gespannt werden hier. Ja! Aber das reicht doch nicht. Viel zu schlaff. Das ist viel zu schlaff. Oh, verdammt, der kommt da jetzt wirklich gleich. Der nimmt dann die ganzen Bäume mit und so. Dann vielleicht. Warte mal, ich kann, glaube ich, irgendwo so ein Dings hier hinlegen. Nitroglycerin. Ich mache hier überall Nitroglycerinen. Okay, okay. Für die, die es nicht wissen, das ist so ganz explosives Material. Oh Gott, oder so eine chemische Wirkung. Oh Gott, okay. Muss reichen. Jetzt muss der eigentlich hier nur einmal... Ich habe ein bisschen Angst, dass er hier gleich draufballert. Kommt er dann nicht vorbei? Wow, er ballert hier schon wieder rum wie so ein Verrückter und schießt auch Raketen. Der schießt Raketen aufs Gebäude. Oh Gott. Er läuft gleich in den Nitroglycerin. Pistole raus. Pistole raus. Und BAM! Habe ich ihn erwischt? Bitte, bitte. Ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn erwischt. Da oben ist er. Er lebt noch. Verdammter Mist. Ich muss jetzt echt abhauen. Jetzt habe ich ihn. Ich habe ihn. Oh mein Gott, was war das für ein Roboter? Auf einmal kam der an und wollte uns hier die ganze Zeit töten. Und da sind noch mehr von den Kleinen. Also Roboter, Freunde, die kann ich einfach nicht ausstehen. Auch euch beide. Auch euch werde ich mal ganz kurz... du brauchst gar nicht wegzulaufen. Oh mein Gott, ich bin so schlecht im Treffen. Nummer 1. Wo ist der zweite jetzt? Der letzte. Wo ist der letzte Roboter hier? Ist er weggelaufen, ne? Ist er abgehauen? Da hinten läuft er. Da läuft er ganz gezielt einmal. Bam! Und das war's mit ihm. Freunde, wir haben alle Roboter auf diesem Grundstück geklärt. Wir sind ein guter Nachtwächter. Ich hoffe, Bernd findet sich hier auch irgendwo wieder an. Und ich hoffe, dass wir vor allem jetzt in Zukunft in Ruhe arbeiten können und hier keine Roboter mehr kommen. Sehr gut. Dreimal dürft ihr raten, welche Stadt das hier ist. Ja, also schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr erkennt, welche Stadt das hier ist. Ich gebe euch einen Tippfact mit ändern. Ja, also ihr müsst es eigentlich alle wissen. Okay, pass auf. Auch bei dieser Mod hier habe ich eine neue Waffe am Start. Und zwar kann ich... Warte mal kurz, ich muss die kurz rausholen. Hier. Ja, und zwar kann ich mit dieser Waffe Flugzeuge schießen. Das heißt, ich habe sozusagen so Fingerpistolen. Für die, die hier dann schon ein paar Folgen geguckt haben, wissen, dass ich mal eine Pistole hatte, die Flugzeuge geschossen hat. Und das habe ich jetzt auch, aber dieses Mal als Minigun. Bedeutet, ich kann die Flugzeuge richtig, richtig schnell schießen. Ich zeige euch das einfach mal. So, ihr guckt euch das Gebäude da oben an. Feuer! Oh mein Gott, guck das an. Ich kann damit einfach Flugzeuge wirklich Millionen Kilometer weit schießen und schieße einfach Flugzeuge aus meiner Hand. Bam, 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 bam. Ich meine, wie krass ist das denn bitte? Okay, komm, wir ballern hier einfach mal komplett auf die Stadt. Oh mein Gott, das ist so mies am Lenken, ne? Oh mein Gott, ich schieße schon gar nicht mehr. Okay, die Flugzeuge müssen jetzt einfach nur alle ankommen irgendwo und explodieren. Ja, okay, okay. Also die Stadt haben wir, glaube ich, gut zerstört. Ich glaube, ihr kennt jetzt diese Kanone, alles, was die alles kann. Ja, gehen wir mal weiter zur nächsten Stadt. Oh Gott, wir sind hier wieder auf der Golden Gate Bridge. Und ich will hier mal ganz kurz das Flugzeug, die Flugzeug-Minigun rausholen. Denn ich muss da oben mal kurz... Ah, Boeing 747 und ich bin tot. Okay, aber wie genau... Oh mein Gott, geht die Brücke da etwa gerade kaputt? Oh mein Gott, was passiert hier? Was habe ich getan? Oh Gott, okay, es entspannt sich, alles gut. Oh Gott, hier ist es auch. Ich will auf gar keinen Fall ins Wasser fallen, weil sonst war es das mit uns. Was habe ich noch? Ich habe hier irgendwo noch diese... Aha.
Ich glaube, ich habe hier irgendwo noch diese Pistole, die nur ein Flugzeug schießt. Die Pistole, die nur ein Flugzeug schießt, habe ich nicht mehr. Aber ich habe dafür die neue Omni-Cutter. Ja, den will ich euch auch mal zeigen. Wir können hier einige Sachen einstellen. Radius, Distanz und so weiter und so fort. Ich zeige, glaube ich, ganz mal gut an diesem Auto hier, was wir schneiden können. Und ihr seht das. Also wir machen sozusagen so ein Seil und das Seil schneidet sich überall durch. Ich mache einmal so, bam, und das Seil schneidet sich einfach durch, ne? Durch alles Mögliche. Bedeutet also, wenn ich jetzt hier so ein Muster mache, dann müsste sich das jetzt auch eigentlich... Oh Gott, komm, das schneidet halt sich komplett dadurch. Das ist wie ein Laserstrahl, den du schießt. Ich meine, guck dir das mal an, die Brücke geht jetzt ja gefühlt unter. Ich kann hier auch irgendwie Abo schreiben oder sowas in Schreibschrift. Abo. Oh Gott. Abo, ihr seht es. Und das geht dann jetzt irgendwie auch unendliche Kilometer weit, ne? Hier, schreibe ich hier zum Beispiel irgendwas ran, irgendwie LOL oder sowas. LOL. Naja, mehr oder weniger. Boah, das ist... Nein, was passiert denn hier auf einmal? Oh Gott, es ist so am Lenken. Ich habe gefühlt nur ein FPS. Oh Gott, schnell wieder hoch hier. Okay, ich sehe schon, was Phase ist. Der LKW. Oh Gott, der LKW fällt gleich ins Wasser runter. Das ganze Ding bricht ab, glaube ich. Die ganze Brücke bricht. Nein. Oh mein Gott, und der ganze LKW fällt rein ins Wasser, auch wenn ich nur ein FPS habe, aber er fällt einfach rein ins Wasser. Oh mein Gott, guckt es euch an. Ich hoffe, das hält ja hier stand. Alles gut. Alles gut. Ich bin hier im Auto drin, also alles entspannt. Ich mache hier nur... Oh Gott, wieso wackelt das so? Ich will rückwärts. Rückwärts. So, okay, ich habe einen FPS, Freunde. Die Brücke haben wir zerstört und ihr habt euch den Omnicron, guck mal, da fliegt das immer noch, ne? Ihr habt euch den neuen Cutter auch mal angeguckt. Also, wenn ihr wollt, dass ich den mal benutze bei einer zukünftigen Mod oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst ein Like da. Ich würde sagen, Freunde, das soll es für heute mit den Tierdon-Mods gewesen sein. Wenn es euch gefällt beim Zuschauen, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like und auch ein Abo auf diesem Kanal für tägliche Videos, Freunde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schickt mir noch gerne eins von anderen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao, ciao.